Jahren des Verzichts war es wieder soweit. Es hieß Sonderzug. Das Filmprojekt Nordhessen rief und 875 Schlachtenbummler des EC Kassel Huskies machten sich auf den Weg zum Spitzenspiel ihrer Mannschaft gegen die Eisbären aus Regensburg. Neben einem im Preis inbegriffenen T-Shirt gab es auch einen Sonderschal, das Ticket zum Spiel und natürlich das ersehnte Bändchen, welches zum Einlass in den lang ersehnten Happy Train berechtigte. Während die Jungs vom Fanprojekt Nordhessen palettenweise Bier und andere Getränke auf den Bahnsteig schoben, damit auch niemand unterwegs im Zug verdursten musste, füllte sich der Bahnhof zusehends, sodass man schon sehr früh in den Außenbereich vor den Bahnsteigen des Kasseler Hauptbahnhofs ausweichen musste. In den Abteilen angekommen, wurde sich erst einmal mit selbstgemachten Leckereien gestärkt und die ersten Kronkorken knallten und das ein oder andere Abteil wurde auch mit Schals, Trikots, Fahnen und Bannern dekoriert. Ausgelassene Stimmung drang aus allen Abteilen. Und als die Musik aus den Lautsprechern kam, war dies das Signal für die ersten in Richtung Samba-Wagen zu pilgern, wo das Thekenpersonal und der DJ bereitstanden, um den Fans im später restlos überfüllten Waggon kräftig einzuheizen. Die Mitglieder vom Fanprojekt Nordhessen hatten nicht nur in den Wochen und Monaten vor dem Event alle Hände voll zu tun mit der Organisation, sondern selbst heute, wo alle ausgelassen feiern und das Bier in Strömen floss, packten alle vom Orga-Team kräftig mit an, damit es für die fast 900 Fans ein unvergessliches Erlebnis wurde.
aus dem Samba-Wagen raus, ging es vorbei am Abteil von dem Fan-Beauftragten Basti und der Stimme auf dem Eis Sven durch den Rest des Zuges, um dort mal so ein bisschen die Stimmung zu checken, um dann am Ende noch einen interessanten Blick auf die Gleise werfen zu können. Nicht anders zu erwarten, wurde auch in diesem Teil des Zuges ausgelassen gefeiert und mit dem einen oder anderen Bier bereitete man sich auf das vor, was da noch kommen sollte. Nach ein paar Minuten Ruhe am Ende des Zuges ging es durch den Samba-Wagen durch, wieder Richtung meines Abteils. Und was soll ich sagen, er war mindestens dreimal so voll als auf dem Hinweg und gefühlt eine Stunde später ging nichts mehr. Jeder, der noch hätte reingewollt, hätte allenfalls noch oben drüber krabbeln müssen, denn auf normalen Wege ging hier nichts mehr. In Regensburg angekommen, liefen die Schlachtenbummler lautstark durch den Bahnhof, um sich auf dem Bahnhofsvorplatz zu versammeln, wo sie von den Jungs der Szene Kassel mit ihrem Fulda-Stadt-Banner erwartet wurden. Bei lautstarken Fanggesängen zündeten die Jungs der Szene Kassel buchstäblich ihre erste von drei Aktionen. Blau-weiße Nebelkerzen und standesgemäße Pyro machten deutlich: Hurra, hurra, die Kasseler sind da. In der Arena angekommen, wurde schnell klar, wer in Sachen Lautstärke hier die Nase vorne hat. Von den einheimischen Fans der Eisbären hörte man allenfalls die Trommel. Zugegeben, gegen 875 bestgelaunte Gästefans ist es schon schwer anzukommen. Ausverkauftes Haus mit dazu noch so vielen Gästefans sieht man auch in Regensburg nicht allzu oft. Vor Spielbeginn punkteten die Jungs der Szene Kassel dann mit einer aufwendig vorbereiteten Choreo. Für immer EC Kassel stand dort in großen Lettern geschrieben. Mehr musste man nicht sagen. Das war Statement genug. Für die Freundlichkeit den Kasselern gegenüber gebührte den Fans der Eisbären satte 5 Sterne. Ein friedliches Eishockeyfest hatte man sich hier gewünscht und alle taten ihren Teil dazu bei, dass es dieses auch wurde.
natürlich sollte auch das ein oder andere Tor im Laufe des Spieles fallen. Und wie man das aus dem Zwinger der Kassel Huskies kennt, hieß es: Schal in die Höhe, kräftig schwingen und lautstark abfeiern. Die beiden Kapos der Fanszene Kassel gaben alles und die Fans dankten es mit dementsprechendem Feedback, sodass die Stimmung der Husky-Fans für einen Gänsehautmoment nach dem anderen sorgte. Zum zweiten Powerbreak, dann die dritte und letzte Aktion der Szene Kassel. Sie rollten ein Transparent mit der Aufschrift: Kassel steht hinter dir, Philipp. Stark bleiben, Krefelder Jung, aus. Philipp, ein Anhänger der Krefeld Pinguins, welcher kurz zuvor eine bittere Info seiner Ärzte erhalten hat. Philipp, Kassel steht hinter dir, ist in Gedanken bei dir. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Stand für die Eisbären aus Regensburg ein Zähler mehr auf der Uhr, was die Kasseler Fans jedoch nicht vom Feiern abhielt. Die Mannschaft kam vor den Gästeblock, um sich bei den mitgereisten Fans für den Support zu bedanken. Man rief den nach Regensburg gewechselten Ex-Husky Trivino noch einmal vor den Gästeblock, was von den Regensburger Fans mit lautem Applaus honoriert wurde. Und dann ging es auch schon in den Sonderbossen zurück zum Bahnhof. Ja, bleibt meinerseits nur noch ein fettes Danke an das Fanprojekt Nordhessen für die Kooperation. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir und wir machen mehr miteinander. Ansonsten für alle Zuschauer, Daumen hoch, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin euer Andi und ich bin jetzt raus. Ciao.